Neue Folge von Schirmgeflüster. Heute mit dem sportivsten Menschen der Welt, zumindest von Köln. Ja. Und das ist Milan Markus. Und das ist Philipp Danne. Hallo. Ich habe heute eine ziemlich coole Socke zu Gast. Wen denn? Hans Nieswand. Ich muss das mal so sagen, der Jürgen Domian ist tatsächlich, und das wird manche überraschen, einer der witzigsten Menschen, die ich kenne. Ach, komm. Anna, du hast gerade eben schon mal gesagt, du bist in Slowenien teilweise aufgewachsen. Ja. Meine Mama ist aus Slowenien, mein Vater war Wiener, aber dessen Mutter war Holländerin und sein Vater war Tscheche. Also wir sind eine sehr gemischte Familie. Okay, okay. Also wir haben das vereinigte Europa schon vorweggenommen. Ja, stimmt. Ja. Man kennt dich, oder man kennt dich nicht, aber die meisten kennen dich. Verblasster Ruhm, meinst du? Verblasster Ruhm der verbotenen Liebe. Damals sahst du noch ein bisschen anders aus, da hattest du noch keinen Bart. Ja, das stimmt. Da hatte ich noch keinen Barthut. Und eine andere Brille? Eine sehr coole Brille? Boah, die hier, die ist auch cool. Es gibt noch was du wirklich sehr gerne... Ich finde das wirklich sehr wie so eine richtige Talkshow mit diesen Gläsern. Das ist gut. Da nippt man aber nur dran, da trinkt man nicht. Ja, doch, man trinkt schon. Man muss vorsichtig sein, weil Kohlensäure drin ist und man muss dann rülpsen unter Umständen. Ich mich gerade wie so ein Alkoholiker rüber, der nichts anderes macht, als nachts in Kneipen rumzuhängen. Das ist mein Ziel. Und dann bis 2 Uhr nachmittags zu pennen oder so. Ja, das ist, und wenn du dann mal nicht trinkst, dann drehst du halt mal so einen Film. Genau. Einen Kinofilm. Mich so voll der Abgefuckte, der dann so... Ja, jetzt sind wir wie durch Zauberhand hinters Pult hier gehüpft. Der Schirm ist weg, ich fühle mich ein bisschen nackt, aber jetzt geht es ums Wesentliche, nämlich um die Mucke. Ja. Pass mal auf. Das Prinzip unserer Sendung, Schirmgeflüster, ist ja, dass ihr alle brav auf diesem Schirm unterschreibt. Also sie picken ja auch. Also ja, aber das macht ja nichts. Aber sie sind freundlich, sie sind etwas neugierig. Achso, genau. Die Sendung läuft nämlich immer mittwochs, jeden Mittwoch um Mitternacht. Wir kennen da also richtig in der Musik und richtig Köln. Voll drin. Ja. Und Berlin oder so war nie ein Thema? Ich möchte über Berlin nicht. Ich möchte. Doch, ich möchte. Berlin ist voll in Ordnung. Ich bin andauernd da, habe auch ein Dreivierteljahr da gewohnt. Und ich finde, du bist überhaupt gar nicht der Katzentyp. Warum nicht? Ja, weiß ich auch nicht, passt irgendwie nicht. Also ich selber habe Katzen. Aber guck, ja, genau, du bist voll der Katzentyp in meinen Augen. Magst aber keine. Das mag dich schon, aber ich bin jetzt nicht so ein Freak. Und du bist ja richtig so, wenn du eine Katze siehst, so, Katze. Und du, jetzt, das hat mir jetzt aber gerade... Das sind wir die gleiche. Ja, lass sie doch einfach, sie ist neugierig. Oh, krass. Zack. Jetzt ist auch klar, wer hier der Wichtigste auf dem Schirm ist. Na, du Hübsche. Gleich scheißt sie mich an. Ich freue mich sehr, dass du da warst und die Zeit genommen hast. Dankeschön. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Sag Tschüss. 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 Dankeschön. Ciao. Wir können Tschüss sagen, in die Kamera. Tschüss. Tschüss. Tschüss.